Sandra Kubiak, Sie sind die Geschäftsführerin der Remscheider Tafel. Richtig. Und haben heute erstmals eine ganz besondere Aktion gestartet. Sie wollen den Leuten die Konserven aus den Einkaufstüten locken, oder wie sehe ich das? Ja, so ungefähr. Also die Idee entstand dadurch, dass wir gesagt haben, wir bekommen immer mehr Bedürftige in Remscheid und müssen natürlich auch die Lebensmittel aufstocken. Und dann, es war eine Bürgeridee gewesen, hatte uns ein Herr eine E-Mail geschrieben und gesagt, weitet das doch einfach mal auf die Haushalte, persönlichen Haushalte aus, ne? Privaten Haushalte. Ja, und dann sind wir hergegangen, hatten mit dem Herrn Neuhaus darüber gesprochen und dann ist die Idee entstanden, dass wir hier auf dem Markt einen Stand machen. Und wie man sehen kann, ist das sehr gut angekommen. Die Leute sind sehr freundlich und spenden viel und es ist gut angekommen. Um 9 Uhr haben Sie gestartet und jetzt ist der Stand ja praktisch schon voll. Richtig, genau. Also wir stehen jetzt seit 2 Stunden. Die Leute kommen hier immer wieder vorbei und holen auch mal eine Konserve einfach so raus, weil sie es gar nicht wussten. Also es spricht sich rum, ne? Ja. Und so sind wir erfolgreich, denke ich mal. Wollen Sie das wiederholen? Das machen wir jetzt alle 14 Tage, erstmal für 6 Monate. Und wenn es weiter erfolgreich bleibt, dann werden wir das auch weitermachen. Wie viele Bedürftige bedienen Sie eigentlich in Remscheid? Wir sind jetzt bei 2.800 Bedürftigen in Remscheid. Da wird es aber schon an die Grenze gehen, denke ich mal, oder? Das ist jetzt sozusagen die Grenze, genau. Deswegen haben wir eben diese Idee hier entwickelt und gesagt, wir müssen einfach jetzt mehr bekommen. Und die Menschen sind bereit zu spenden, das ist ganz toll. Und deswegen wird das auch in Zukunft, denke ich mal, wieder gut funktionieren. Auch wenn die Zahl der Bedürftigen steigen wird. Thomas Neuhaus, Sozialdezernent der Stadt Remscheid. Sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden bisher? Ich bin völlig überrascht, was hier heute abgegeben wurde. Ich glaube, alle Beteiligten können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Das ist eine große Spendenbereitschaft. Heute Morgen, als wir angefangen haben und ich meine Sachen in die Kartons gestellt habe, da habe ich schon ein bisschen gedacht, was ist, wenn das am Ende auch so ist, aber die Erwartungen sind völlig übertroffen worden. Ich glaube, wir werden über die nächsten 6 Monate hier alle 2 Wochen gute Ergebnisse erzielen und damit weiterhin sicherstellen können, dass die Tafel weiterhin Ausweise ausgeben kann und so jeder Bedürftige letztendlich auch zu seinen Nahrungsmitteln in Remscheid kommt. Ich habe gesehen, Sie haben auch eine Spendendose aufgestellt. Ist sie schon befüllt worden? Die ist ordentlich gefüllt worden. Wenn man so ein bisschen daran rüttelt, dann wird man feststellen, das klimpert gar nicht so doll. Das liegt daran, dass ganz viele Scheine da reingesteckt worden sind. Und diejenigen, die ganz spontan hier vorbeigekommen sind und sich geärgert haben, dass sie im Keller nicht nachgeguckt haben, ob sie Konservendosen und Nudeln und Sonstiges haben, haben auch großzügig gespendet. Insofern doppelter Erfolg, viele Lebensmittel und auch Geldspenden, die die Tafel auch dringend benötigt.